Das einzig Beständige ist der Wandel. Diese Erkenntnis gilt für viele Lebensbereiche und ganz gewiss insbesondere für das Schulwesen. In kaum einem anderen gesellschaftlichen Bereich kam und kommt es immer wieder zu solch großen und weitreichenden Veränderungen. Umso bemerkenswerter ist es daher, dass das Gymnasium Alfeld auf eine inzwischen 125 Jahre wechselvolle, aber bis heute beständige Entwicklung zurückblicken kann. 1887 begann die damals höhere Schule mit 48 Schülern. 1979 war sie mit fast 1900 Schülern das größte Gymnasium Niedersachsens. Die Gründung der Oberschule erfolgte vor 125 Jahren auf Initiative von 18 Alfelder Bürgern und schloss insofern an die Tradition der Lateinschule an, die zuvor von 1464 bis ins beginnende 19. Jahrhundert fester Bestandteil der Alfelder Bildungseinrichtungen gewesen war. Die höhere Schule in Alfeld durchlief in den vergangenen 125 Jahren verschiedenste Veränderungen. So wechselte sie mehrmals den Standort, bis schließlich 1969 die neuen Gebäude am östlichen Stadtrand, dem Antonianger, bezogen werden konnten. Einer, der vor über einem halben Jahrhundert bereits im alten Gebäude an der Bismarckstraße unterrichtet hat, ist Wolfgang Lindhorst. Damals, 1958, ging es um Englisch als Fremdsprache am Gymnasium. Naja, das Gymnasium Alfeld war, als ich nach Alfeld kam, einsprachliches Gymnasium. Denn der Direktor Schaper legte auf Latein und Griechisch großen Wert. Und er hat mich eigentlich als Lateinlehrer haben wollen. Von Englisch hielt er nicht so viel. Dass Englisch nicht so leicht ist, wie allgemein angenommen wird, das habe ich ihm erst beibringen müssen. Dann hat er es auch geglaubt. Auf die Bedeutung des Gymnasiums für die Stadt Alfeld angesprochen, antwortet der Direktor der Schule, Andreas Unger. Also ich glaube, die Bedeutung des Gymnasiums Alfeld ist im Laufe dieser 125 Jahre grundsätzlich gleich oder zumindest ähnlich geblieben. Insofern nämlich, dass es eine große Bedeutung hat für die Stadt, für die Region und dass es auch für die Politik ein erheblicher Standortfaktor ist. Eine Institution, die sich ihrer Bedeutung für Stadt und Region bewusst ist, hat sich ein entsprechendes Leitbild geschaffen, wie der Direktor ergänzt. Auch da sind wir in einer beständigen Kontinuität und Tradition. Und ich denke, ein wesentlicher Punkt dabei ist zum einen, dass wir eine bestmögliche Ausbildung und Bildung für die Schülerinnen und Schüler hier erreichen wollen. Dies geht zurück auf einen sehr hochwertigen Fachunterricht, ein wesentliches Ziel unserer Schule, aber auch einhergehend eine Werteerziehung für die jungen Menschen. Auch der ehemalige Schüler des Gymnasiums und heutige Bürgermeister der Stadt Alfeld, Bernd Beushausen, unterstreicht die Bedeutung der Schule. Das Gymnasium Alfeld hat sicherlich eine ganz herausragende Bedeutung aus mehreren Gesichtspunkten. Zum einen haben wir hier in Alfeld sämtliche Schulformen, die das Land Niedersachsen anbietet. Insofern gehört das Gymnasium auch mit dazu. Das ist ein weicher Standortfaktor. Insofern kommen eben auch Menschen aus der Region Lahn im Bergland hier nach Alfeld an das Gymnasium selbst. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, was es bedeuten würde, wenn diese Einrichtung eben nicht mehr in Alfeld wäre. Es ist eine Einrichtung, auf deren Existenz wir sehr viel Wert legen. Inzwischen ist das Gymnasium als eine Antwort auf die Veränderungen im Schulalltag zur Ganztagsschule geworden. Sich als lernende Institution zu verstehen, gehört denn auch zu den wesentlichen Zielsetzungen, die die Schule sich gegeben hat. Ständig dazulernen, sich ständig weiterentwickeln, Aufgaben, die ohne das Engagement von Eltern, Freunden und Förderern des Gymnasiums in diesem Maße kaum vorstellbar wären.